Naja, probieren wir das mal nochmal. Probieren wir das doch mal nochmal. Aber will ich, glaube ich, nicht mal in Anspruch haben. Nicht, dass das eventuell noch dazu führt. Ich kann Georgien rivalisieren. Dieses Mal ist es mal interessant, aber das will ich eigentlich gar nicht. Die 150 größte Flotte. Und das ohne einen Hafen. Das ist sehr lustig. Ja, fast. Blub. Blub. Natürlich. Wäre auch langweilig gewesen. Ja. Greife ich Dolkadir früh an? Ich denke ja. Kann ich dein Tributstaat werden? Einflussnahmen, Tributstaat werden. Macht es einen Unterschied im Vergleich zu den Timuriden? Ich meine, beide schützen mich. Ich meine, das mit den Ming ist halt ein bisschen arg exploitig, aber es geht eigentlich auf dieselben Witz hinaus. Timuriden verlangen halt eher Geld als Punkte, was vielleicht ganz gut für mich ist. Die Ming sind wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Das ist eigentlich großer Schwachsinn, dass man Tributstaat der Ming werden kann, wenn man in Anatolien rumsitzt. Es ist unglaublich, dass sie diesen Exploit immer noch nicht gefixt haben. Noch bräuchte ich eigentlich noch nicht unbedingt reinnehmen, weil noch solltest du nicht sterben. Der sollte wenigstens 15 werden hier. Ich bin 50 Tagen, kommt der erst wieder. Dann warten wir mal noch. Ja, weil Ming noch kollabiert, schön wär's. Ming kollabiert doch schon lange nicht mehr. 22 Tage und 51 Dukaten. Und es dauert halt so ewig. Ich schaue mal, ob ich Dulkadir ohne zusätzliche Truppen schaffen kann. Sobald ich dich angreifen darf. Falls jetzt mich warnt, darf bis dahin keiner. Sie bauen Truppen nach. Sie können nicht mal meine Hauptstadt belagern, weil da meine Festung noch drin ist. Ich habe es bewusst da drin gelassen. Natürlich kann Ming kollabieren, sie tut's halt nicht. Sie können schon, sie tut's nur nicht. Also ich weiß nicht, also ich habe Ming nicht mehr kollabieren sehen seit dem aktuellen Patch. Was übrigens der Grund ist, warum ich die Festung noch nicht weggetan habe. Damit ich diese 3000 Mann da rausholen kann. Oh, da kommt er im März noch an. Wie geil ist das denn? Nimm einen Manövertypen. Was hat der für eine Sonderfähigkeit? Mehr Prestige. Marvin, Mr. Lorne. Das habe ich schon wieder angestellt. Warum? Weil ich meine Söldner, weil ich meine Truppen von meiner Festung mitgenommen habe. Das war natürlich extrem unfair von mir. Aber ganz ehrlich, was will ich mit zusätzlicher Dings Infanterie?
Weißt du, als ob die wirklich von Bedeutung wäre für mich. Ich muss allerdings ganz offen gesagt, es war ein Versehen. Das war ehrlich gesagt nicht, das war ehrlich gesagt nicht Absicht. Das glauben mir jetzt vielleicht nicht alle, aber ich meine, es macht ja auch keinen großen Unterschied. Ich bin deswegen ja nicht wirklich, stehe deswegen jetzt nicht viel stärker da als sonst, als ohne. Aber es war tatsächlich keine Absicht. Das war ehrlich gesagt komplett reflexartig, Zampfassen. Mir war bewusst, dass es diesen Exploit tatsächlich gibt. Aber ich habe ihn nicht absichtlich genutzt, sage ich ganz offen. Das war jetzt wirklich ein Versehen. Egal. Beziehungen verbessern. Aufhören, meine Armee zu bezahlen. Das ist Infanterie. Ich bin der Horde. Was will ich mit Infanterie? Wer bin ich denn? Abgesehen davon habe ich sie eh wieder alle weg, weil ich sie zusammengefasst habe. Das heißt, okay, ich habe mir ein bisschen Geld gespart. Mehr habe ich davon gar nicht. Dings brauche ich nicht erheben. Ich habe meinen Händler nie eingesetzt. Dabei ist der in Aleppo sogar recht wichtig, weil der macht tatsächlich den einen oder anderen halben Dukaten. Oder Vierteln. Ja, Paradox rollt mehrere Sachen fix. Allerdings muss man auch ganz ehrlich mal dazu sagen, das ist so eine Kleinigkeit. Also das hier finde ich ehrlich gesagt eine Kleinigkeit. Ob die jetzt gefixt ist oder nicht, ist in meinen Augen egal. Das hier, dass ich gerade in Tributstadt von Ming ist, das gehört gefixt. Weil ich habe mir letztens überlegt, ob ich Reconquista spiele, wo man mit Granada Spanien erobern muss. Und habe mir mal überlegt, habe mal geschaut, ob es jemanden gibt, der es in letzter Zeit gespielt hat. Und wie es, da wollte ich halt schauen, wie er es gemacht hätte. Und was war, also im ersten Tag Tributstadt von Ming gewonnen. Dachte mir, super. So habe ich keine Lust zu spielen. Da macht Granada keinen Spaß, finde ich. Stimmt, die haben mich wahrscheinlich rivalisiert, nehme ich an. Das kann man definitiv vergessen. Feinde, Mamelucken, Timuriden. Kann ich jetzt eigentlich die Timuriden eventuell verbünden? Aber du hast die Mamelucken, gell? Das heißt, höchstwahrscheinlich kann ich das nicht. Mamelucken. Also wenn, dann kann ich wahrscheinlich nur einen von euch beiden verbünden. Die Mamelucken sind wahrscheinlich für uns der stärkere Vasall. Ja, aber wie gesagt, unabhängig davon, wie groß die Forts sind, halte ich es halt für einen relativ kleinen Cheat, ehrlich gesagt. Und auch ziemlich, ja, situationsbedingt, weil da muss man erstmal eine Situation haben, wo man das machen kann. Die ergibt sich ja nicht einfach von alleine. Das Traurige ist, Mr. London, das kann ich mir sogar vorstellen, dass Ming das irgendwie schafft. Aber das Problem ist, dass Cassini ja einen einfach nicht angreift, wenn man mit denen, wenn man Tributstadt von Ming ist. Weil die KI das ja nicht checkt, dass das nicht passiert. Festung ist keine drin. Die sind beide meine Kultur und meine Religion. 2023. Also vom Geld her lohnt sich's definitiv nicht. Will ich die wirklich für 20 verbrennen, wenn sie meine Kultur und meine Religion sind? Das ist die Frage. Weil es sind eigentlich... Das ist auch so eine Taktik, auf die ich einfach keine Lust habe zu spielen, ehrlich gesagt. Ich bin mir schon sicher, ob ich ein normales Amerika-Kolonisieren mache, spielen wollen würde, aber sowas ist mir irgendwie zu... Na, keine Lust. Ja. Um 3 gesenkt. Das wäre bloß eine Entwicklung pro Dings. Mein 40 Punkte sind 40 Punkte. Das sind... 40 Punkte sind 5 bis 6 Monate früher Technologiestufe 4. Es ist jetzt nicht ganz zu verachten. Vor allem, weil mein Herrscher hier schlecht ist. Von den Dukaten her lohnt sich nicht, das ist klar. Aber Machtpunkte sind halt Machtpunkte und das sollte man nie ignorieren.
Ja, lassen wir sie mal leben. Ausnahmsweise. Machen wir nachher Staatsgebiet raus. Und die Osmanen haben mich ja gewarnt, gell? Aber Adana ist ja kein Nachbarstaat der Osmanen. Koren sollte ich sie. Das ist gar nicht so verkehrt, die Idee. Ja, falsche Provinz. Ein paar Tage schneller. Koren, das ist ja feudale Republik. Gut erkannt. Die Mamelucken haben mich dieses Mal interessanterweise nicht gewarnt. Das heißt, hatte ich wirklich einfach nur Pech beim ersten Mal. Wann wird denn meine Herrschaft volljährig? Steht das hier nicht irgendwo theoretisch? Nö. Dann kehren. Mindestens zwei Großschiffe. Genau. Definitiv. Wahrscheinlich gewinnen die jetzt erstmal. Vielleicht auch nicht. Oh Gottchen. Warum sind die komplett geplündert innerhalb von einem Monat? Sehr mächtig. Moment, Moment, was? Ja, ich bereite mich gerade voll in die falsche Richtung vor, das stimmt durchaus. Das manche Albanien den Krieg erklärt. Wahrscheinlich sorgt jetzt die ganze aggressive Expansion dafür, dass die Mameluke mich viel zu sehr hassen. Hallo Centuras. Habe ich eigentlich einen Moraltypen wieder? Leider nein, das ist sehr, sehr schade. Ich bin nicht mehr über 25 gekommen, obwohl ich einen meiner Vasallen, meiner Rivalen annektiert habe. Sollte auch irgendwie den extra Bonus geben. Oh, der Surum zurück. Wen hast du denn, Georgien? Interesting. Ich könnte mich mit der Krim verbünden. Mamelucken hat so viele diplomatische Beziehungen. Ernsthaft. Ich hasse diesen Faktor so sehr. Ich finde, er gehört verboten. Gott, ich hätte sie doch verbrennen sollen. Ja doch, sie machen sogar mehr Geld. Gerade eben haben sie es noch nicht getan. Sagt man Truppenlimit dazu? 11! Yes! Statt 10!
Also mächtig, dass man niemanden mehr rivalisieren kann, ist das Minimum doch sowieso irgendwie auf 45 mit den Großmächten oder so, oder? Natürlich nur, wenn man Reiz auf Main hat, aber warum sollte Paradox auch Leuten was geben, die keinen DLC haben? Soweit kommt es noch. Das ist nicht schlecht. Das heißt aber auch, dass mein Nachfolger volljährig ist. Das heißt, dass unser Herrscher immer irgendwo gerade aktiv sein sollte. Verdammt, ich bin echt schon voll. Ich kann nicht meine Staatsehe schließen. Wow, dann kriege ich mein Bündnis mit den Mamelucken nicht. Interessant wird es, wenn ich stark genug wäre, dass ich die hier rivalisieren kann, weil dann sollte ich wieder einen guten Bonus haben. Und ich glaube, das bin ich inzwischen sogar. Ich bin auf zwei Kontinenten präsent. Yes, I win. Ich bin so gut, es ist unglaublich. Göttlich. Es ist immer so lustig, wenn sie einem nicht ihr ganzes Geld geben, wenn man sie annektiert. Vielleicht sollte ich sie nicht annektieren. Weil hier der Europa-Asien-Schnittpunkt ist, deswegen. Europa-Asien. Ich habe diese zwei Provinzen in Asien und die drei sind Europa. Das heißt, ich habe das von Anfang an sogar erfüllt. Dazu habe ich nicht mal Provinzen erobern müssen. Schade eigentlich. Hätte ich schon gehofft, meine Provinzen hätten da was dazu getan. Du wirst übrigens verbrannt und kriegst sofort deine Autonomie überlegt, because I don't care about you. Okay. 51, 82. Was ist? Nein, ich kann sie echt nicht rivalisieren. Bitter ist das denn? Jetzt wollen die Stämme schon Land haben, soweit bin ich schon. Unglaublich. 334 klingt nicht schlecht für Stämme. Was? Du willst die Hälfte meiner Provinzen haben? Superb. Kleine Nationen sind doch echt am Arsch. Ich kann dem Militärzugang geben. Wo sind meine Zugangsaktionen? Ich kann ihn erbitten, aber nicht gewähren, weil sie kein Interesse haben. Das ist eigentlich eine interessante Idee, aber es geht davon aus, dass mich entweder Karakounlu oder die Osmanen durchlassen. Ist eine gute Idee, Anonymer. Aber ich komme halt nicht hin. Ich habe immer noch keine einzige Provinz in Konstantinopel. Und ich bin von Osmanen gewarnt, das noch so nebenbei bemerkt, ja. Das stimmt auch tatsächlich. Ja. Also wie gesagt, auch die Osmanen. Aber schön gedacht eigentlich. Hätte ich jetzt. An sowas würde ich normalerweise nicht denken, dass ich einen Krieg tatsächlich nur für die Erniedrigung führe. Und das ist. Da musst du übrigens ganz fest aufpassen. Aber niemals, sie haben jetzt vor kurzem einen Hotfix rausgelassen. Von daher, vielleicht funktioniert es inzwischen wieder. Aber die KI in letzter Zeit sehr große Probleme, nach Durchmarschrechten zu fragen. Es kann sein, dass sich das gebessert hat mit dem letzten Hotfix, aber ich weiß es nicht. Also, muss man eventuell ein bisschen vorsichtig sein. Wie viel Dip-Prep habe ich? 0,86. Wie viel macht das aus? 4. Wenn ich noch eins kriege, gebe ich einen Haufen Geld davor aus. Aber wenn ich 4 habe, dann kriege ich wahrscheinlich insgesamt plus 6. Also plus 10 für. Nee. Hast du mir gerade zugehört, 300 Euro, oder war es bloß ein Zeitproblem, für Delay-Problem? Also, genau, was das Ziel gesagt hat. Wie gesagt, es kann sein, dass es mit dem Hotfix behoben ist.
Das heißt 1.8. Das könnte eher funktionieren, aber das sind nicht so lächerlich, sind die Georgier halt nicht, dass ich die einfach mal so zum Spaß angreifen will, ehrlich gesagt. Die haben auch 6000 Mann, die ich erst besiegen muss und dann muss ich Gebirge belagern, also pff, ob sich das jetzt lohnt für ein bisschen Macht. Ich meine, gut, es sind Punkte, das ist schon klar. Mein Trapezunt würde ich mir noch, würde ich mir, denke ich, noch eher lohnen. Aber selbst da bin ich, ja gut, da würde mich Karakundo wahrscheinlich, obwohl sie haben die Georgianer nicht rivalisiert, dann ist es nicht mal sicher, ob sie mich durchlassen, wenn sie Georgien nicht rivalisiert haben. Moment mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Na, ich dachte gerade, du hättest Georgien rivalisiert, das wäre jetzt auch seltsam gewesen. Also aktuell ist ehrlich gesagt mein Plan, dass ich abwarte, bis die Osmanen Karaman angreifen, versuche mir Provinzen von Karaman zu nehmen und hoffe, dass ich dann groß genug bin, um Karakundo zu rivalisieren. Damit ich irgendwann mal dieses... Ja, danke Spiel. Das müsste dem Ganzen doch deutlich... Seriously? Gib ihm mal einen Monat, vielleicht hat er es noch nicht gecheckt. Wow. Na gut, für die Ehe tut's nichts, aber nicht mal verbündet mit dem gemeinsamen Rivalen. Wo ist der plus 10 gemeinsamer Rivale? Schade. Was ist, was soll ich mit Zypern machen? Angreifen, wenn ich mit meinem Lucken im Krieg bin? Einfach Osmanen angreifen, das ist eine sehr hervorragende Idee. Haha. Kriege ich jetzt auch bald die koptischen Fanatiker. This is very frustrating. Natürlich! Hm, ich könnte mich mit der Krim verbünden. Ups, da sind sie tot. Nee, sind nur garantiert. Sind sie aber immer. Also es ist von Spielstart, das ist tatsächlich nicht negotiable. Gott, die KI ist doch echt zu dumm. Die Gelegenheit schlechthin, sich mit mir zu verbünden, dann tun sie es nicht. Die, also wie gesagt, die Mamluken werden schon der interessanteste Verbündete. Hasa und Shama helfen mir halt beide nicht viel. Oder ich schaue halt doch, ob die Timuriden eventuell mal wollen, wenn die Mamelucken nicht wollen, gell? Wahrscheinlich auch schon sich früher drum kümmern können. Hey, ich habe nicht... Oh gut, ich habe glorreich gegen Kuku versagt. Ich hatte mich... Ich finde, ich habe mich nicht schlecht geschlagen, dafür, dass ich weniger als halb so viel Truppen hatte wie sie. Das kann ich sehr gut verstehen, Köfemeier.